Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Schleifen, spachteln, schleifen, Nassschleifen, lackieren. Heute geht es mit den Rex 450 weiter. Und zwar habt ihr mitbekommen, ich habe von der Rollerscheune aus Nürnberg oder bei Nürnberg eine komplette Verkleidung bekommen, die ich auch so weit nutzen konnte, bis auf das Schutzblech. Das ist das Überbleibsel von der alten Verkleidung, die an diesem Roller dran war. Und der eine oder andere hat es mitbekommen, da ich eine Verschraubung nicht abbekommen habe, hat das Schutzblech etwas gelitten. Aber heute soll es wieder schick gemacht werden. Das heißt, wie ich schon sagte, schleifen, spachteln, schleifen, nassschleifen, alles was dazugehört. Und ich würde sagen, ich drehe euch nochmal, weil es geht heute um den Community Roller. Genau. Ich wurde auch, oder es wurde heute auch ein Kommentar abgegeben von der Schwarzen 8. Peter, was ist eigentlich aus dem Community Roller geworden? Ich habe diese Videos weiter nicht verfolgt. Ist denn da schon was passiert? Daraufhin habe ich zurückgeschrieben, nein, aber heute passiert damit was. Und da steht das gute Stück. Und ich bin wirklich froh, wenn das Teil dann mal an den Mann kommt. Geschenkt, versteht sich. Alles weitere ergibt sich immer, wenn was mit diesem Roller passiert. Werde ich dann auch was preisgeben mit der Umsetzung. Wer von euch allen da draußen kann diesen Roller erhalten? Aber der Roller war jetzt nun Monate nicht mehr gelaufen. Oder Wochen, sagen wir lieber Wochen. Wir hatten ihn ja nochmal gestartet, wo Udo bei mir war. Das war der letzte Start, genau, also mehr Wochen. Und ich würde ihn gerne, bevor wir damit anfangen, nochmal anschmeißen. Was haltet ihr davon? Ich denke mal, der eine oder andere würde sagen, ja Peter, schmeiß ihn bitte mal an. Ein Kaltstart nach Wochen. Ich sage es jetzt einfach mal so, ein Kaltstart nach Wochen ohne irgendwas an diesem Roller zu machen, aus eigener Kraft. Und ich weiß, dass dieser Roller es schaffen wird, ohne fremde Hilfe, bis jetzt auf Batteriestart. Also eine Batterie werde ich jetzt anschließen und dann starten wir das Teil mal. Batterie anklemmen, einmal Plus auf Plus. Wie sich das gehört. Einmal Minus, auf Minus. Nun sollte auch Strom vorhanden sein. Im Tank ist nicht mehr allzu viel Sprit, aber es sollte eigentlich noch reichen, dass auch dieser Roller startet. Wochenlang. Das heißt schon was. Ich bin mal gespannt, wie lange er jetzt braucht, bis er startet. Wir müssen natürlich erstmal wieder Sprit in den Vergaser pumpen. Das passiert jetzt. Kurze Wartezeit, Pause und dann legen wir natürlich gleich nochmal los. Das Ganze war jetzt ohne Gas, ohne alles. Zwei
langsam sollte sich der Vergaser mit Benzin füllen und dann sollte er auch jetzt mal anspringen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas dazu. So viel Zeit muss man ihnen schon geben. Nach so einer langen Zeit muss man ihnen auch die Zeit geben. Aber wir starten jetzt natürlich nochmal. Dritter Versuch. Jetzt sollte langsam was passieren. Auf jeden Fall weiß ich, auf diesen Roller ist jederzeit Verlass. Sonst würde ich ihn auch nicht in die Community rausgeben, wenn ich nicht wüsste, der ist in Ordnung. Um ihn jetzt endlich fertig zu bekommen oder Stück für Stück wieder zusammensetzen zu können, gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal in das Schutzblech. Ich muss sagen, schwarz ist immer gar nicht so leicht mit der Kamera einzufangen. Gut, ich zeige euch jetzt nochmal, um was es geht. Und zwar, seht ihr das hier? Hier ist noch so ein Rand. Und da ich ja von innen eine Matte reingelegt hatte, hier sieht man, hier ist eine, Moment, so. Hier ist eine Matte reingekommen. Hier sieht man auch schön den Riss, der hier durchgeht. Der Riss, der mal war. Hier ist, wie gesagt, jetzt die Matte drüber. Mit Kunstharz. Alles schön ordentlich gemacht. Nun muss ich hier draußen noch diese Kante ein bisschen sauber nachgehen. Ansonsten ist hier das Äußere. Und es geht jetzt um diesen kleinen Strich, der hier jetzt noch runterführt, den ich jetzt noch ein bisschen bearbeite und ein bisschen angleiche mit Spachtel. Das heißt, erstmal anschleifen. Das mache ich jetzt trocken. Zum Anschleifen nehme ich jetzt 120er Papier. Nicht zu rau, weil wir wollen ja später noch lackieren und wir wollen ja hier nicht allzu viel Spachtel drauf bringen. Das heißt, ich fange an und raue schon mal langsam auf. Wie gesagt, hier die ganze Stelle aufrauen und zwar da, wo ich gleich nochmal spachteln werde, dass wir auch wirklich Halt hier reinbekommen. Ich gehe jetzt auch ruhig hier über die Stelle rüber, umso besser kann ich sie schon angleichen. Warum wähle ich 120er Papier aus? Ich brauche hier ein bisschen Halt drin und da darf das Ganze auch ruhig ein bisschen rauer sein. Ja.
sieht schon ganz gut aus. Das ist jetzt meine angeraute Stelle. Ich gehe hier vorne noch ein bisschen rüber. Hier mache ich diesen Rest noch weg von der Verklebung. Und dann kann ich auch schon mal mit Spachtel, also mit Feinspachtel gehe ich jetzt rüber. Hier dieses kleine Stück, da nutze ich jetzt eine Feile. Dann brauche ich nicht so lange mit meinem Schleifpapier hier schleifen. Und passe es der Form wieder an. Ich mache das auch recht vorsichtig, dass hier nicht irgendwie was wegreißt. Aber wir brauchen eben diesen Überbleibsel davon natürlich nicht. Hier genau das gleiche. Deshalb habe ich diese Feile genommen mit der Abrundung. Ja, ein paar Strich oder ein paar Mal drüber streifen hier. Und schon sieht es wieder recht gut aus. Jetzt nochmal von innen, also hier die Innenfläche nochmal so ein bisschen angleichen. Ich hätte das Ganze auch mit einer Maschine machen können, aber für das bisschen brauche ich nicht extra eine Maschine anschmeißen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das Schutzblech wird eh nur von außen lackiert, also von innen nicht. Hier mache ich vielleicht einen kleinen Hauch nachher mal drüber, aber ansonsten wird es hauptsächlich von außen lackiert. Okay, ich würde mal sagen, ich fange jetzt mit Spachteln an. Erstmal schnappe ich mir auch nochmal einen sauberen Lappen. Das werdet ihr auch sehen, warum. Aber jetzt brauche ich ja erstmal den Feinspachtel. Mein Feinspachtel habe ich hier, Lackspachtel, Härter. Und jetzt bräuchte ich noch ein Döschen, wo ich das Ganze anmische. Dann nehme ich einfach einen alten Deckel von einer Sprühdose. Hier habe ich was zum Rühren. Und jetzt brauche ich nur noch einen recht kleinen Spachtel, den suche ich mir auch noch raus und schon können wir die Mischung machen. Ich war eben ein bisschen voreilig. Normal mache ich das nämlich, das Vermischen hier auf ein Stück Pappe. Ich war eben irgendwie bei den Harz, aber nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Das heißt, ich öffne jetzt den Feinspachtel. Und auch immer gut verschließen, weil es könnte nämlich passieren, dass er sonst zu schnell austrocknet. Ich gehe mit meinem Spachtel rein. Ich brauche ja nicht allzu viel davon. Ich nehme jetzt so eine Menge. Das reicht eine Menge aus. Ziehe sie hier drauf. Verschließe das Ganze auch gleich wieder gut, dass, wie gesagt, hier nichts austrocknet. Und ich hatte ja gesagt, das ist Lackspachtel, also auch gleichzeitig Feinspachtel. Nun gebe ich einen ganz kleinen Schuss Härter drauf. Wir haben eine gute Wärme, da brauche ich nicht so viel Härter. So, das sollte reichen. Der ist nämlich auch ganz schön flüssig, stelle ich gerade fest. Das macht eben auch die Wärme. Das sieht jetzt so aus.
ist eigentlich sogar schon ein bisschen viel. Normalerweise muss das Ganze danach nicht rot aussehen. Also es kann oder sollte trotzdem hell aussehen, aber da das so flüssig eben schon drauf gelaufen ist, wird es doch leicht rötlich. Das heißt, umso mehr Härter drin ist, umso schneller muss ich arbeiten. Also ich darf mir nicht allzu viel Zeit damit lassen. Gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, geht das nämlich ganz schnell und der Spachtel klumpt dann mit der Zeit. Gut, hier ist mein Teil. Und was habe ich natürlich vergessen? Aber das geht trotzdem recht schnell, weil das verfliegt ganz schnell. Bremsenreiniger. Das habe ich nämlich jetzt vergessen gehabt. Ich wollte das Teil nämlich nochmal mit Bremsenreiniger abwischen. Und ihr seht, wie schnell das vergeht, also trocknet. Und kann schon mit meinem Spachtel arbeiten. Setze jetzt den Spachtel hier an. Und ziehe, so gut es geht, der Spachtel ist ein bisschen sehr groß, ziehe ich das ein bisschen ab hier und über. Nicht zu dick, weil umso dicker, umso mehr muss man schleifen. Ja, es war optisch nicht die Schönheit, aber das reicht erstmal. Ich hatte jetzt eben noch mal so ganz leicht nachgezogen, also mehr brauche ich jetzt hier erstmal nicht drauf. Wir schleifen das Ganze dann wieder an und bringen das dann auf eine Ebene. Nun sollte das ganz gut durchgehärtet sein. Ja, ein bisschen hätte es glaube ich noch, aber ich fange mal vorsichtig an. Merke ich natürlich, dass hier sich zu viel noch absetzt, dann würde ich erstmal noch eine Zeit lang warten. Ich schleife das Ganze wieder mit dem 120er vor. Ja, bis jetzt geht's. Schleife mit dem 120er vor, bis ich eine gewisse Schicht habe und werde dann natürlich noch mit feineren nachgehen. Sprich, Nassschleifen. Nur, was jetzt zu viel hier drauf ist, das wäre unnötig, nass zu schleifen, dann brauche ich ewig dafür. Und so kann ich das Grobe erstmal ringsrum ein bisschen wegnehmen. Immer noch mal gucken, aber hier ist noch genug drauf, dass ich noch was runternehmen kann. Ja, so langsam wird es. Zumindest an der einen Stelle. Ja, hier dürfte es noch ein bisschen nachtrocknen. Nach Möglichkeit möchte ich hier nur einmal schleifen und nicht nochmal rüber spachteln. Aber manchmal bleibt es nicht aus, dass man auch ein zweites oder sogar drittes Mal überspachteln muss.
Das werde ich jetzt soweit angleichen, bis wir es dann weiter schleifen können oder eventuell noch mal was drüber ziehen. Das mache ich jetzt erstmal weiter. Nun sieht es ja schon recht gut aus. Das heißt, ich nehme meine Box oder meine Box mit dem Schleifpapier hoch und nutze nochmal 600er. Nun habe ich hier mein 600er Schleifpapier und ich gehe jetzt aber erstmal nur nochmal über diese Stelle drüber, um das ein bisschen feiner zu machen. Das Ganze schleife ich jetzt aber schon nass. So trage ich nicht zu viel ab und bekomme schon mal feine Kerben hier raus, die das Grobe sozusagen noch hinterlassen hat. Danach würde ich gerne mit 1200er schleifen. Ich muss aber erst mal gucken, habe ich denn noch 1200er? Damit wird dann das komplette Schutzblech angeschliffen auf jeden Fall. Nun bin ich gerade dabei und schleife die Übergänge, so gut es jetzt geht, erstmal recht glatt. Zwischendurch immer noch mal fühlen und ich muss sagen, viel mehr nehme ich jetzt hier gar nicht mehr groß runter. Und fange jetzt nach Möglichkeit komplett das ganze Schutzblech mit 1200er. Ich suche mal jetzt mal welches raus. Da ich kein 1200er mehr habe, nutze ich 1000er. Und das ist so was vom Fein. Und damit schleifen wir jetzt auf jeden Fall alles an. Nehmen wir wieder so ein Stück und fange an nass zu schleifen. Alle Ecken und Kanten natürlich mitnehmen und ziehe hier einfach gerade rüber. Zwischendurch wieder ein bisschen nass machen. Wir brauchen nur die Oberfläche. Man hört schon was. Da nehme ich mal ein Tuch, falls hier doch noch irgendwo Schmutz oder Schmutzpartikel drauf sind. Ja, schon hört sich das ein bisschen anders an. Und traue jetzt auf jeden Fall hier alles gerade an. Man muss jetzt gerade ein bisschen öfter Wasser dazu nehmen, da es ganz schön warm ist. Ich mache erstmal die große Fläche. Und gehe dann die Ecken und Kanten nach. Das mache ich jetzt soweit fertig. Ich glaube, das wird langweilig. Das Einzige, was ich mal machen kann, ich kann hier mal mit dem Lappen rüberziehen, dass ihr mal seht, was sich da schon tut. Und man sieht, es wird schon matt. Und das möchte ich jetzt auch erreichen, aber über das ganze Schutzblech. Nun ist es so, das sieht schon recht gut aus. Es ist auch alles so weit getroffen. Und ja, hier ist noch ein bisschen nass, wie man sieht hier, aber das ist auch alles matt. Die Stelle sieht recht gut aus und dürfte jetzt dann auch ein sauberer Übergang
sein, wenn ich dann lackiere. Also Schutzblech ist angeraut. Was nutze ich jetzt zum Lackieren? Erstmal stelle mir hier mal meins auf, was ich brauche. Und zwar Kunststoffgrundierung. Wie man sieht, der Deckel verrät es ein. Ich gucke mal hier. Ja. Unscheinbar, also durchsichtig. Kommt als erstes drauf. Kunststoffgrundierung. Als zweites kommt das Schwarz drauf. So. Kommt Schwarz drauf. Und zum schönen Abschluss ziehe ich noch mal eine Schicht Klarlack über das Schwarz. Das passiert in kurzen Abständen, so dass sich das alles immer schön noch verbinden kann. Das werdet ihr sehen, wenn es dann soweit ist. Wenn es klappt, mache ich oder lackiere ich dann draußen in einer Ecke, wo ich ja schon das eine oder andere auch lackiert habe. Umso schneller härtet oder trocknet es durch. Dreimal. Grundierung, Schwarz, Klarlack. Vorgearbeitet ist alles, das heißt, in dem nächsten Video geht es weiter. Dann sind wir mit Lackieren dran. Habt noch einen recht schönen Samstag. Euer Scooterschrauber. Tschüss. Fast hätte ich doch mein Versprechen vergessen. Das sollte natürlich nicht so sein. Deshalb nochmal ein Start. Mal gucken, wie jetzt dieser Roller wieder anspringt. Nach, wie gesagt, oder nach langer Laufzeit, das habt ihr ja am Anfang gesehen, sollte er jetzt ohne weiteres wieder anspringen. Bremse ziehen, starten. Ich glaube, zum Abschluss hört man sowas immer noch mal ganz gerne. Gut, bleibt dabei. Bleibt gespannt und in dem nächsten Video lackieren wir.